Einsatz für den THW. Mit Blaulicht und Sirenen rücken die typisch blauen Rettungsfahrzeuge an. Hier allerdings zum Glück nur zur Übung. Auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks Offenbach an der Sprendlinger Landstraße fand heute zum ersten Mal ein Tag der offenen Tür statt. Geboten wurde hier neben jeder Menge Informationen rund um das Thema Katastrophenschutz und den Live-Übungen eine Führung durch die Unterkunft. Diese wurde 2006 bezogen und bietet im Katastrophenfall alles, was die freiwilligen Helfer brauchen. Equipment, Einsatzzentrale, Fuhrpark. Abgerundet durch die obligatorische Verköstigung am Grill fehlte der Aktion nur ein Detail. Schöneres Wetter. Dem Höhepunkt des Tages tat das jedoch keinen Abbruch. Eindrucksvoll demonstrierten die Helfer die Rettung von Bewusstlosen aus einem rauchenden oder brennenden Gebäude. Ein Muss für jeden Technik- und Rettungsfan.